Hallo, ich bin die Lena, ich bin 9 Jahre alt und ich darf heute mit meiner Freundin Liv, die Autorin und die Illustratorin von der Schule der magischen Tiere, interviewen. Ich bin Liv, ich bin 10 Jahre alt und ja, ich wollte mitmachen. Die Schule der magischen Tiere soll verfilmt werden. Wie finden Sie das und dürfen Sie mitspielen? Ich finde das total cool, dass die Schule der magischen Tiere tatsächlich verfilmt wird. Es ist geplant, mit echten Schauspielern zu drehen und mit animierten Tieren. Und ehrlich gesagt, ich bin total gern Schriftstellerin und freue mich, dass ich Bücher schreiben darf. Schauspielern soll bitte schön jemand anderer. Welches Buch der Schule der magischen Tiere gefällt Ihnen am besten und warum? Mir gefällt immer das Buch am besten, an dem ich gerade arbeite. Es macht mir total Spaß, wenn ich wieder ein neues Abenteuer erfinden darf und wenn ein neues Kind in den Mittelpunkt kommt. Im 10. Band zum Beispiel, da schreibe ich über einen Jungen namens Anthony, der ist total im Fußballfieber und es macht mir total Spaß und Freude, mir zu überlegen, was hat der für eine Familie, hat der Geschwister und natürlich die spannendste Frage, welches magische Tier bekommt der Anthony? Nina, was ist Ihr lieblingsmagisches Tier? Mein lieblingsmagisches Tier ist der Murphy, weil der so schön groß und kuschelig ist. Also mein lieblingsmagisches Tier ist Sydney, der Koala, weil ich es einfach süß finde, wie das Mädchen immer mit dem Koala kuschelt.